Bonjour mon ami, wahrscheinlich wisst ihr noch gar nicht, was für ein kurioses Land Frankreich eigentlich ist. Deshalb gibt es heute für euch 10 krasse Fakten über Frankreich. Los geht's! Nummer 10. In der kulturellen Hochburg Frankreichs ist eine Menge los. Jeden Tag werden in Paris über 12 Millionen Autofahrten unternommen. Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass es in ganz Paris nur ein einziges Stoppschild gibt. Und die Nummer 9. Kennt ihr auch dieses Problem? Ihr habt euch in eine tote Person verliebt und möchtet sie gerne heiraten, aber Vaterstaat verbietet es euch? Was uns alle wahrscheinlich tagtäglich belastet, ist für die Franzosen gar kein Problem. Falls man dort nämlich eine tote Person heiraten möchte, muss man lediglich den Präsidenten um Erlaubnis bitten. Kurios. Machen wir lieber schnell weiter mit der Nummer 8. In dem Café La Petite Syrah in Paris muss man mehr bezahlen, wenn man nicht höflich Bitte sagt. Nummer 7. Taxifahrer in Paris zu werden ist nicht ganz billig. Bis zu 100.000 Euro kostet dort eine Taxilizenz. Aufgrund des privaten Fahrdienstes Uber kam es daher einmal zu einem heftigen Streik. Uber vertreibt private Fahrdienste mit Fahrern, die dafür keine Taxilizenz brauchen und deren Fahrten somit auch billiger sind. Das verärgerte die meisten Taxifahrer natürlich, weshalb es zu einem krassen Streik kam. Viele Autos wurden demoliert und es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Weiter geht's mit der Nummer 6. Über 200 Jahre lang bis in das Jahr 2012 war es Frauen in Paris offiziell nicht erlaubt, Hosen zu tragen. Okay, und die Nummer 5. In Frankreich schlafen die meisten Menschen im Durchschnitt 8 Stunden und 50 Minuten. Damit sind sie in ganz Europa Rekordhalter. Zum Vergleich, in Deutschland wird im Schnitt nur um die 7 Stunden geschlafen. Ja gut, was das angeht, bin ich dann wohl eher Franzose. Machen wir weiter mit der Nummer 4. Trotz des vielen erholsamen Schlafs sind die Franzosen nicht gerade die glücklichsten. Laut einer Studie hatte jede 5. Person in Frankreich bereits einmal Depressionen durchlebt. Damit ist Frankreich das depressivste Land der Welt. Und die Nummer 3. Während des Zweiten Weltkriegs, als Hitler Paris besuchte, schnitten ein paar rebellische Franzosen mal ebenso die Kabel des Aufzugs vom Eiffelturm durch. Dies taten sie, damit Hitler klettern müsse, falls er vorhätte, den Turm zu besteigen. Wirklich kreativ, die Franzosen. Nummer 2, kurz und knackig. In Frankreich ist es illegal, ein Schwein den Namen Napoleon zu geben. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Die älteste Brücke in Paris ist über 400 Jahre alt und dreimal dürft ihr raten, wie diese heißt. Pont Neuf, das heißt übersetzt neue Brücke. Jetzt haben wir noch eine kleine Bitte an euch, denn wie einige vielleicht mitbekommen haben, planen wir gerade ein Abo-Special für die mittlerweile schon erreichten 1 Million Abonnenten. Hierfür wollen wir das Wort Danke in 100 Sprachen sammeln. Bis jetzt haben schon hunderte von euch mitgemacht und wir sind fast am Ziel. Uns fehlen nur noch 10 verschiedene Sprachen. Dann haben wir das Wort Danke tatsächlich in sage und schreibe 100 verschiedenen Sprachen von euch zusammen. Die noch fehlenden Sprachen werden euch jetzt hier angezeigt. Es wäre also wirklich, wirklich cool, wenn der ein oder andere, auch wenn er nicht unbedingt diese Sprache spricht, sich im Internet kurz anschaut, wie das Wort Danke in dieser Sprache gesprochen wird und es für uns aufnimmt. Wichtig hierbei ist, dass man euch auf dem Video gut erkennen kann und klar und deutlich versteht. Wenn ihr das Video fertig habt, ladet es auf YouTube hoch und schickt uns einfach den Link mit der Anmerkung, in welcher Sprache ihr es aufgenommen habt, an folgende E-Mail-Adresse. post@mademyday.tv. Das war's für heute. Vielen Dank nochmal an euch alle. Ihr seid die Besten. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.